Duftis. Kanal Duftis. Kanal Duftis. Keine Angst, der simuliert nur. Kanal Duftis. Kanal. Ich hab da mal was für euch aufgezeichnet. Wie bringe ich mein Boot in eine optimale Angriffsposition und den Vanilla-TDC mit dem Mod-TDC in Kombination? Lasst euch überraschen. Ich habe mich entschlossen, das nicht rauszuschneiden, damit man auch dem jetzt wirklich folgen kann.
Hoffe ich doch. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Schneller, schneller! Also, ich habe mich stets bemüht. Zum Ende hin ist sehr wenig geschnitten, damit man in Ruhe die Mechaniken sich anschauen kann.
Da wir den Gegnerkurs haben, das ist die halbe Miete, brauchen wir nur die Geschwindigkeit nehmen und immer wieder die Entfernung und arbeiten rein mit dem Vanilla-TDC. Den halten wir jetzt nicht aktiv. Wir nutzen den großen TDC, also den Mod, einfach nur, um das mit anzugleichen, um später aber auch zu sehen, wann der optimale Schuss wäre. Denn den zeigt er natürlich an. Rohr 1 bewässern! Bewässert. Der Dienst in der Marine hat Tradition in meiner Familie.
sind schon so lange auf See. Ich halte es nicht mehr aus. Wir sind schon so lange auf See, ich halte es nicht mehr aus. Oh Mann, kein Kommentar. Ich hab's nicht bemerkt. Wir sind schon so lange auf See. Ich halte es nicht mehr aus. Da wir uns nicht nach Steuerbord bewegen, sondern mittschiffs fahren, ja, geht der Torpedo jetzt ganz leicht nach links, was die Trefferwahrscheinlichkeit nicht unbedingt erhöht.
Normal schaue ich meine Videos ja nicht nachträglich an. Ich weiß gar nicht, wie ihr das aushaltet. Diese Routine bringt mich um. Los! Das Gleiche. Jeden Tag das Gleiche. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Vierzig Sekunden bis Torpedoeinschlag. Dreißig Sekunden. Hier haben wir eine schöne Kontrolle, ob unsere Daten stimmen. Denn die 90 Grad sind verlässlich. 20 Sekunden. Ob wir nun treffen oder nicht, ich hoffe auf einen Daumen nach oben. 10 Sekunden bis Einschlag. Viel Spaß.